Hallo und willkommen zu einem neuen Canopy Growth Update. Canopy ist aktuell immer noch oberhalb dieses 78,6er Retracements. Ich werde gleich mal reinzoomen. Wir verfolgen ja hier die beiden Strukturen, habe ich im letzten Video erklärt, wo wir sagen, die Bewegung nach unten, die sieht mittlerweile wieder schon dreiteiliger aus, also sieht wieder aus wie ein Dreiteiler. Das heißt natürlich, dass es grundsätzlich schon sein kann, dass es sich hierbei um einen korrektiven Pullback handelt, in der Welle 2, allerdings bisher ohne Beweise, dass es irgendwie nach oben geht, ja. Deswegen haben wir gesagt, wir werden erstmal schauen, ob der Preis überhaupt in den ersten Widerstandsbereich laufen kann. Das ist die Welle B in der 3 nach unten, die eben generell dann ja, uns weiter nach unten bringen kann in dieser Diagonalbewegung nach unten. Das ist ein Fünfteiler, ja. Und wir wären eben jetzt vielleicht in der späten Phase dieser A-Welle. Nochmal zur Erklärung, warum überhaupt so? Warum kann ich das nicht irgendwie als Impuls zählen, weil es kein Impuls ist? Ja, also die erste Bewegung nach unten ist dreiteilig, ABC sieht man, glaube ich, relativ deutlich. Okay, dann könnte man sagen, ja, aber er hat doch hier fünf Wellen gemacht. Okay, ja, aber was ist das denn? Ja, wenn es ein Fünfteiler war, dann war die Bewegung nach oben nicht genug, um das zu korrigieren. Also von daher, es sieht besser aus als Dreiteiler, also eine Welle 1 in einem Diagonal. Dann haben wir eine Welle 2 in einem Diagonal. Das hier kann keine 3 sein, nicht wirklich, ist zu kurz bis jetzt zumindest. Und es sieht halt gut aus als Welle A der 3. Ja. Das bringt uns jetzt erstmal nicht viel, nur dass wir eben den Widerstand dadurch bekommen, weil ich weiß, wenn er jetzt eine Rallye hinlegt, dann haben wir hier vermutlich für die mögliche B-Welle erstmal einen Widerstand. Der liegt zwischen $5,28 und $7,31. Wenn er dort dann, sag ich mal, negativ reagiert, dann könnten wir die C-Welle nach unten starten. Das heißt, in diesem Bereich müsste man dann darauf achten, okay, bestätigt der irgendwo ein lokales Top? Haben wir irgendwo ein Short-Trade-Setup für eine Welle C nach unten. Aber da muss man dann schauen, wenn der Preis in diesen Widerstandsbereich läuft. Ja. Und dann sollte er von da halt ein One-Two-Setup nach unten starten. Irgendwie One-Two in der C. Okay. Aber so oder so ist es jetzt erstmal sowieso noch nicht so, dass wir irgendwie einen Beweis hätten, dass die B-Welle gestartet hat. Klar, in der optimistischeren Variante sind wir in der Spätphase der Welle 2. Das ist die gelbe Struktur, das wäre halt die bullische Variante, der stehe ich sehr skeptisch gegenüber, die ist natürlich noch möglich. Die ist möglich, solange wir oberhalb des März-Tiefs halten, also oberhalb der 2,80 $. Und sie ist, wird aber an Wahrscheinlichkeit verlieren, sobald wir unter die Unterstützung brechen bei 3,95 $. Weil das ist eigentlich so das letzte zuverlässige Fibonacci-Unterstützungsniveau für eine Welle 2. Alles darunter, also natürlich kann er auch noch, ich versuche das hier gerade mal. Natürlich kann er auch auf das 88,7er reagieren. Das liegt dann, aber das ist dann schon eigentlich zu schwach für eine Welle 2. Ja. Es ist dann halt einfach nur nochmal ein zusätzliches Unterstützungsniveau. So oder so ist der Trend sowieso noch abwärts gerichtet. Ja. Also so oder so haben wir hier, glaube ich, immer noch diesen Abwärtstrend, der am Laufen ist. Ob das jetzt die Welle 2 ist oder die A-Welle in Weiß, spielt erstmal keine Rolle, weil wir sowieso in beiden uns aktuell noch in einem Abwärtstrend bewegen. Wir brauchen einfach ein kleines Setup, irgendwas auf dem kleineren Timeframe, das uns jetzt zeigt, es geht nach oben. Dafür bräuchten wir zumindest mal einen Bruch über die Trendlinie und dann können wir aber schon den nächsten Widerstandsbereich ins Auge fassen. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie dann die Struktur seit dem Tief oder von dem Tief ab sich entwickelt. Jetzt kann man natürlich sagen, Hopium-mäßig ist das wieder ein Fünfteiler hier. Vielleicht, ja, also es sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Mini-Fünfteiler. Aber ganz ehrlich, es sieht eigentlich auch nur aus wie das hier. Also so wirklich fünfteilig, dass man da jetzt, dass er jetzt irgendwie, also wenn da eine Diagonale wieder nur, ja. Und da haben wir ja gesehen, diese Diagonalbewegung, den kann man nicht trauen. Das sieht dann auch schon ein bisschen korrektiv wieder aus, weil er hier auch schon sehr tief runterkam wieder. Das ist halt, das sind dann halt, die Timeframes sind zu klein dafür, ja. Das sind halt keine starken oder klaren Strukturen, die dann irgendwie auch auf Basis von Marktstimmung. Das geht ja darum, dass man Strukturen identifizieren kann, die aufgrund von Marktstimmung sich bilden. Das hier kann ja, da ist zum Teil ein bisschen Bot-Trading drin, das sind einfach kleine Fluktuationen. Aber jo, also man kann natürlich sagen, vielleicht ist das ein Mini-Fünfteiler, aber der wäre jetzt auch zu klein, um zu sagen, dass zum Beispiel, um ich mal ein Beispiel zu geben, man würde ja sagen, die B-Welle an sich, die wäre ja eine ABC-Struktur. A, B, C. So. Und was ich ja mal mindestens bräuchte, wäre ein Fünfteiler in der A-Welle.
Und dann ist das vielleicht die 1 der A. Und das ist aber nichts Zuverlässiges, ja. Das heißt, könnte man sagen, okay, macht er hier eine 1, 2, 3, 4, 5. Einfach mal drauf achten. Und dann, wenn er da hinläuft, vielleicht macht er den B-Welle-Pullback und das wäre dann vielleicht ein Setup für die C. Ansonsten ist das alles zu schnell, zu klein. Natürlich, man kann alles traden, ja, wenn ihr das auf dem Long-Side traden wollt. Hier die Invalidierung ist natürlich dann das letzte Tief, ja, also das Oktober-Tief, das hier bei knapp 3,86 $ ausgebaut wurde. Aber ansonsten nicht viel Neues hier leider bei Canopy. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, bitte ein Like da lassen, Abo und einen Kommentar. Und ansonsten ja, könnt ihr gerne mal bei uns auch auf Discord vorbeischauen. Dort haben wir also den Patreon-Link in der Videobeschreibung. Dort gibt es tägliche Updates zum S&P 500 im Video-Update und regelmäßige Aktien-Updates. CGC wird da aber nicht besprochen. Und es ist in englischer Sprache. Wir haben da noch keine deutsche Aktien-Community. Ansonsten habt einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.